Joe Enox verändert wiederum nichts. Warum auch? Sie haben zu Null gespielt, zweimal hintereinander. Das spricht für die Viererkette, das spricht für den Torwart, das spricht für das defensive Mittelfeld. Halt für alle. Und das sind die Stammspieler. Sprang, Kusic, Frick, Ziegle, Butzen, die Viererabwehrkette. Davor Löhmanns, Röben, Jansen, Hermann, Göbel und Baumann und Gomez im Sturm. Bei den Dortmundern fehlt Papadopoulos, der Abwehrmann, der Kämpfer. Und gerade das ist ja hier in Zwickau gefragt. Es gibt Eckball für die Gastgeber. Da wird eine Kerze geschlagen. Da kommt der Torwart nicht so richtig ran. Und Zwickau erlebt ein super Tor. Jansen. Erster Saisontreffer für ihn. Und welch ein herrliches Tor. Hier die Kerze von Eberwein. Unbehauen wird er einfach weggedrängt. Aber mit fairen Mitteln. Hier sieht man es gut. Der kommt nicht raus, der kann gar nichts machen. Und knack, der sitzt. Und so hat das Ganze Enox erlebt. Besser kann ein Spiel nicht beginnen. 1:0, die Führung. Da haben sie das umgesetzt, das, was Enox im Training gesehen hat. Dieses Selbstbewusstsein. Und vielleicht ja gleich noch ein zweites Tor. Sie sind gallig, wie es immer so schön heißt, bissig. Pass auf Baumann, das ist der beste Torschütze. Zweimal hat er in dieser Saison getroffen. Flanke von Robert Herrmann. Borussia Dortmund. Die Jungs können alles am Ball. Und das zeigen sie hier mit Njimja. Justin Djinma, 21 Jahre, kam aus Bremen, wurde am letzten Wochenende auch schon bei Rasenballsport Leipzig eingesetzt und hat hier das 1:1 auf dem Fuß. Super Pass übrigens von Michael Eberwein, ehemals Halle. Das ist der verantwortliche Trainer, auch ein bekanntes Gesicht, Christian Preußer, war lange Zeit in Erfurt aktiv. Kam dann von Fortuna Düsseldorf zur Borussia. Und er hat tolle Fußballer, die alles am Ball können, die schnell sind, die spritzig sind, aber die nicht das richtige Zielwasser getrunken haben. Michel versucht es da. Einer der ganz Jungen, den haben sie aus Stuttgart geholt zur Borussia. Und hier zeigen sie ihre Stärken, unter anderem der Antritt. Und Enox kennt das natürlich und hat seine Mannschaft davor nicht nur gewarnt, sondern auch bis zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr gut drauf eingestellt. Denn die Deckung steht. Es gibt wenig Torgelegenheiten, trifft allerdings auf beide Seiten zu. Auch von den Zwickauern ist im Spiel nach vorne nicht so viel zu sehen. Nach diesem 1:0 verwalten sie etwas. Und die 4000 Zwickauer Fans, die wünschen sich, dass da noch etwas kommt, dass da nachgelegt wird. Vielleicht ja jetzt. Es ist schon die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Das war Löhmanns Röben aus großer Entfernung. Pause. Häufig stürmen die Trainer dann ja in die Kabine. Nicht so Enox. Beratung mit seinem Co. Robin Lenk. Der hat in der Region auch schon alles durch. Kam ja aus Aue, jetzt Co-Trainer in Zwickau. Als Spieler auch in Chemnitz aktiv. Das ist Elongo Yombo. Auch 21 Jahre. Auch einer, der für diese Top-Ballbehandlung steht. Aber dann, wenn es in Richtung Strafraum geht, dann werden sie nervös, unkonzentriert. Das war Koulibaly. Der galt als ganz großes Talent. Als 17-Jähriger
Abwehrkampf von Paris Saint-Germain. Freie Bahn für Hermann. Die Flanke ist ja nicht schlecht, aber sie erreicht keinen Zwickauer. Aber das war mal wieder nach langer Zeit ein Zeichen der Enox-Mannschaft, dass sie auch mehr für die Offensive machen wollen, machen müssen in diesen zweiten 45 Minuten. Freie Bahn jetzt auf der anderen Seite, Elongo Yombo. Und das ist vielleicht systematisch für das Spiel der Dortmunder. Da hätte er abschließen können, aber dann noch ein Haken, noch ein Schlenker und die gute Gelegenheit ist einfach verpufft. Hier traut er sich vielleicht auch nicht abzuziehen. Und so wird es nichts mit einem Tor der Borussia. Haben viermal hintereinander verloren. Nur vier Tore geschossen, das ist nicht viel. Enox wechselt, er spürt, hier muss was passieren. Die Mannschaft braucht neue Kräfte. Gomez geht, König kommt, der 39-Jährige. Und Hermann muss Platz machen für Koskun. Positionsgetreuer Wechsel. Dortmund hatte zuletzt 1:2 verloren. Das sitzt in den Knochen, das merkt man. Und hier pfeift der Schiedsrichter Elfmeter. Assad Nuhum ist der Mann an der Pfeife. Zweite Partie erst für ihn. Enox glaubt es nicht, was er da gesehen hat. So ein kurzes Zupfen von Frick, das hier ausreicht für den Strafstoß. Justin Jinma, der Gefaulte, tritt selbst an. Sprang erahnt, die Ecke kann da nichts machen. Jubel bei den wenigen mitgereisten Dortmund-Fans. Die schöne Zwickauer Führung ist dahin, 59. Minute, 1:1. In der letzten Saison hatte Zwickau zweimal verloren gegen die Dortmunder, 1:2 und 1:3. Das hat er miterlebt und so etwas möchte er natürlich nicht wiedersehen. Hier seine Reaktion bei diesem Strafstoß, bei diesem verwandelten. Und er diskutiert noch lange darüber, ob dieser Elfer überhaupt berechtigt war. Dann hilft er der Mannschaft wieder. Baumann muss raus. Asibe Mensa kommt herein. Baumann, der hatte vor ein paar Minuten zuvor die gelbe Karte gesehen. Auch das mag ein Grund sein für Enox Wechsel. Wie entwickelt sich jetzt diese Partie? 6 Tore hat Zwickau bisher geschossen. Mit dem heutigen 7. Auch das ist nicht viel. Sie müssen nachlegen. Sie müssen etwas tun im Angriff. Göbel versucht es da immer wieder. Oder auch Koskun, der neu hereinkam. Ein 1:1, das wäre ein Erfolg für Christian Preußer. Man erinnert sich noch an die Erfurter Zeit. Da war ja die Frage, als der Cheftrainerposten besetzt werden sollte, ist er vielleicht nicht zu jung? Nein, haben die Erfurter Verantwortlichen gesagt, wir wollen Preußer. Und auch das spricht natürlich für diese Phase in diesem Spiel. Kampf. Und beide schenken sich nichts. Denn sie spüren, der Dreier ist hier drin für alle Beteiligten. Freistoß für die Zwickauern. Standards, da sind sie gefährlich. Das weiß jeder in dieser dritten Liga. Wieder Koskun. 4.000 Zuschauer insgesamt. Und Eckbälle, das ist natürlich die Sache für Göbel. Und wie kommt der geflogen? Was macht der Göbel da für ein Ding draus? Visiert da das obere Eck an. Und die Sache war knapp. Unangenehm für Unbehauen, den Schlussmann der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Das ist Asibe Mensa. Der kann es technisch aber aufnehmen mit Borussia Dortmund. Und dann natürlich Ronny König, der 39-Jährige. Und das hat sich auch bis nach Dortmund
herumgesprochen, dass man den Mann ganz hautnah beschatten muss. Hat es schwer, sich da durchzusetzen, Ronny König. Auch Preuße hat gewechselt, Tattermusch ist hineingekommen, Pohlmann und Broschinski. Und das ist dieser Tattermusch, 86. Minute und 2:1 für die Gäste. Eberwein mit dem guten Blick für die Situation, mit der Vorarbeit. Der hatte auch schon in den ersten 45 Minuten Zwickau Sorgen bereitet. Und hier setzt er Tattermusch in Szene. Der haut einfach mal drauf los und Sprang ist bezwungen. Zum zweiten Mal also. Und das Ganze aus der Enoch-Sicht. Und er weiß, das wird natürlich jetzt unfassbar schwer, dieses Spiel noch zu kippen. Vielleicht aber gelingt es ja, einen Punkt zu retten. Aber Borussia Dortmund hat Platz. Sie haben Räume. Nutzen Sie das auch. Wieder in Jinma. Justin Jinma, 21 Jahre alt, der auffälligste in dieser Partie. Setzt sich hier wieder gut durch. Aber es ist nicht die Entscheidung. Da fehlen ein paar Zentimeter. Ole Pohlmann haben wir da gesehen, der für Elongo Jombo kam. Und es sind nicht die Zwickauer, die die Pace machen, sondern nach wie vor Borussia Dortmund. Sie sind einem dritten Tor sehr, sehr nah. Hier der Versuch des Torschützen zum zweiten Treffer. Tattermusch. Aber es gibt Nachspielzeit, üppige Nachspielzeit. Und nun kann es ja nur noch heißen, weit, lang nach vorne. Max Sprang, der Torhüter der Zwickauer, ist schon mit vorne aufgetaucht. Nächste Möglichkeit. Aber Dortmund verteidigt das geschickt. Und jetzt haben sie natürlich allen Platz. Broschinski. Nicht ganz astrein, dieser Pass auf ihn, aber der muss rein. Da sind sich ja alle einig. Das hätte das 3:1 sein müssen. Dann ist Schluss. Wirkt fast ein wenig überheblich, wie er das macht. Der Trick hier natürlich wunderbar, schön anzusehen. Aber dann trifft Broschinski das leere Tor nicht. Christian Preußer sofort bei ihm nach dem Abpfiff, findet da sicherlich die richtigen Worte. Und die muss auch Joe Ennox finden mit seinen Spielern. Die Stimmen bitte. Wir haben halt einen Großteil unserer Tore gut verteidigt. Wir haben halt wirklich viele gute Ballgewinne. Aus diesem Ballgewinne können wir halt kein Kapital schlagen. Das ist halt heute der Fall gewesen, dass halt auf beide Seiten keine großen Torchancen gewesen sind. Dass Dortmund eine spielstarke Mannschaft hat, das haben wir halt in den letzten Spielen auch gesehen. Gegen Oldenburg sowie auch gegen Dresden gesehen, dass sie halt wirklich den Ball gut laufen lassen. Wir wussten, dass es ein sehr schweres Spiel für uns sein wird. Aus dieser Ballgewinne habe ich mir halt gewünscht, dass wir halt etwas mehr Klarheit im Spiel haben. Das haben wir nicht gehabt. Ein schönes Tor haben sie geschossen, aber ein Tor für die Galerie. Die letzten Wochen habe ich immer mal wieder versucht, aufs Tor zu schießen. Mehr oder weniger erfolgreich. Heute habe ich ihn dann perfekt getroffen, aber ich habe gerade schon gesagt, ich hätte dieses Tor lieber gegen 3 Punkte eingetauscht, wenn ich ehrlich bin. Ein Dämpfer also für Zwickau. Die 5. Niederlage gilt es aufzuarbeiten. Licht am Ende des Tunnels für Dortmund. Nach 4 Niederlagen hintereinander nun ein Sieg. Das sind die Fakten, René.